In dem heutigen Video geht es darum, was tun, wenn deine Dualseele noch in einer Beziehung ist, Ehe, nicht loskommt, nicht raus möchte, nicht kann und du alleine hängst an Feiertagen, an Weihnachten zum Beispiel, Silvester, Geburtstage, ach ja, und so weiter. Oder generell einfach, du erkennst, dass du dich in einer Illusion verrannt hast möglicherweise, die du allerdings nun immer verlassen kannst und die andere tut nichts. Genau das ist das Thema heute. Was tun? Wie kommst du raus? Wie schaffst du es, wieder in die Liebe zu kommen, in den Frieden und in das gute Gefühl für dich persönlich? Bleib dran, es wird sehr spannend. Bis gleich. So, es ist früh am Morgen, das heißt früh, für mich früh am Morgen. Ich hatte gestern schon mal ein Video gemacht mit dem Thema, was tun, wenn der Seelenpartner, die Dualseele verheiratet ist, in einer Beziehung ist und nicht rausgeht. Allerdings war das so sehr, ja, es war nicht optimal, sage ich mal so. Ich habe was vergessen und es hatte ja auch nicht diesen gehaltvollen Charakter, den ich diesem Video verleihen möchte heute, aus dem Grund auf ein neues. Du bist möglicherweise auch in einer sehr anspruchsvollen Beziehung verstrickt mit einem Menschen, den du Dualseele nennst oder Seelenpartner, Seelenpartnerin. Aus dem Grund nennst du ihn oder sie so, weil es zum allerersten Mal in deinem Leben absolut passend ist. Es fühlt sich stimmig an, wenn ihr zusammen seid, ist es leicht, einfach, es fließt, dein Herz geht auf, du fühlst dich angenommen, wie du bist. Allerdings nur, solange ihr zusammen seid und euch seht oder telefoniert. Danach ändert sich das Ganze ziemlich rasch und das Ganze schlägt um in Frust, Trauer, Einsamkeit, Wut vielleicht sogar. Trauer ist ganz oft dabei, aber auch so das Gefühl, warum muss ich das erleben? Alle anderen, ein typischer Satz, alle anderen haben es besser. Die leben in einer Beziehung, in der Ehe und ich hänge alleine rum. Habe ich oft gesagt und ganz oft gedacht und noch öfter gejammert über das Thema. Kennst du vielleicht auch. So. Die Ausgangslage ist einfach die, dass du einem Menschen begegnet bist, der mit dir eine ganz innige Verbindung hat. Und zwar so innig, die keine Ehe jemals erreichen könnte. Denn diese Dualseelenebene ist so eng gefügt, dass es da kein Entkommen gibt. Erster Fakt. Keine Trennung gibt. Zweiter Fakt. Es gibt nur, dritter Fakt, den Weg weiter und damit den Weg zu dir, damit du bei dir ankommst und rausgehst aus jeder Erwartung, die du nach außen an andere schickst. Das machst du besonders stark mit diesem Mann, dieser Frau, denn dieser Partner, diese Partnerin ist ein Top-Begleiter für diesen Weg. Besser geht's nicht. Denn du kommst nicht raus, du kommst nicht weg, du kommst nicht dorthin, wo dein Verstand dich haben will, dein Ego dich haben will. Du bleibst sozusagen so lange immer in einer gewissen Distanz zum anderen, zur anderen und auch zu dir. Und das ist sehr anstrengend. Und wenn du da nicht weißt, um was es geht, dann wird es sehr lange möglicherweise dauern, bis du erkennst, dass du dich auf einem Holzweg befindest, dass du einen Weg genommen hast, der so niemals erfolgreich werden kann. Und wenn du genau an dem Punkt vielleicht schon bist, dann bist du sicher ganz neugierig und ganz gespannt, was ich jetzt in diesen paar Minuten mit dir teile, was meine Erfahrung gewesen ist oder ist, was ich erlebt habe mit meiner Dualseele und wie ich es sehe, wie ich heute lebe mit ihm und was für mich der Kipppunkt war, als ich da ankam, als ich es dann drehen durfte und konnte, das alles heute aber der Reihe nach. Fange ich doch einfach mal an, indem ich nochmal einen Schluck aus meiner Kaffeetasse nehme, aus einer Sternetasse. Und dich mitnehme auf eine Reise, die mein Leben total verändert hat. Und zwar nachhaltig auf allen Ebenen. Beginne ich doch ganz am Anfang. Die Begegnung.
unerwartet, magisch, herzöffnend und für mich zum allerersten Mal das Gefühl, jetzt bin ich beim absolut richtigen Mann angekommen. Es passt perfekt. Und da ist der Wunsch logischerweise geboren worden, ja, mit ihm will ich leben. Fakt war allerdings der, er war verheiratet, ich war es zwar noch, allerdings schon in Trennung lebend, mein Mann hat sich von mir getrennt. Und danach war auch kurz danach, also ein Jahr später war auch dann die Scheidung, also wir haben uns im April 2012 erkannt, wir kannten uns schon länger, aber da wurde es so gefühlt und erkannt, ah, okay, was Besonderes, was ja schon im Raum lag, aber ich habe es dann gemerkt, was ganz Besonderes von der Energie. Und im August 13 war ich dann getrennt und in Berlin lebend ab Oktober 13. So. Und dann begann eine für mich der heftigsten Transformationsreisen in diesem Leben, denn ich ging davon aus, das wird was. Klar, es ist top, es passt auf allen Ebenen, hat noch nie besser gepasst. Das kann nur gut gehen. Und da war ich lange, lange Zeit überzeugt von, jetzt wird's werden. Jetzt schaffe ich's. Nun werde ich endlich einen Mann an meiner Seite haben, der mich glücklich macht. Kennst du diesen Gedanken? Der Mann wird mich glücklich machen? Ja, endlich! Dann, ihr könnt es euch denken, wenn ihr auf dem gleichen Weg seid, wurde es schwierig, denn nach dem ersten Honeymoon, was ja schon vor der Scheidung war, kam der erste Absturz. Und ich habe da schon gemerkt, naja, ganz so leicht wird es wohl nicht werden. Allerdings, ja, so wie ich bin, zielstrebig, fokussiert, dachte ich da, das wird schon werden. Lang genug gedacht, wird schon alles gehen. Lang genug visualisiert, ihm rübergeschickt, trenne dich, wir passen zusammen, wird schon alles werden. Ich habe voll diese Visualisierungstechniken angewandt, die telepathische Verbindung angewandt. Ich habe alle Techniken, alle Werkzeuge rausgeholt, die mir zur Verfügung standen. Mit dem fatalen Erfolg. Tja. Je mehr ich getan habe, umso weniger wurde. Je mehr ich wollte, umso weniger wurde. Je mehr ich tat, umso schlimmer ging es mir, umso besser ging es ihm. Ich war not amused, ich war sehr ärgerlich. Ich habe mich dann gefragt, so, warum geht es ihm immer besser, während mir es immer schlechter geht? Am Anfang, das war der Anfang, die ersten paar Jahre. Es ging ihm gut, wir waren zusammen, es war toll. Dann ging er wieder heim zur Familie, ging ihm nicht so toll. Na, okay, kaum war er da, ging es wieder schön. So ging das hin und her. Ich bin umgezogen, wir haben uns immer gesehen, getroffen. Es war für mich immer, sobald wir zusammen waren, klar, wir kommen zusammen. Sobald er weg war, dachte ich, na, das wird nichts. Der trennt sich nicht, das schafft er nicht. Aber ich will's. So, und diesem fatalen Weg bin ich lange Zeit gefolgt. Bis ich dann an einen gewissen Punkt ankam, wo ich merkte, ah, jetzt macht er das endlich, jetzt trennt er sich endlich. War alles schon besprochen mit der Frau, er hat mir suggeriert, es wird, ich bin dabei, Helga. Und dann passierte nichts. Ich habe nachgefragt, es passierte nichts. Ich habe nachgefragt, ja, alles wird werden, Helga. Und ich habe gemerkt, irgendwas läuft schief. Ich habe dann gesagt, du, irgendwas läuft nicht mehr so, wie ich es erwarte. Klar, ich erwarte, gell? Er hat dann irgendwann zugegeben, ja, ich hatte es echt vorher, gell? Es nicht geschafft. Weil die Ängste von seiner Seite noch nicht bearbeitet waren, klar, konnte er diesen Schritt nicht tun. Ich dagegen, die ja schon weiter war, habe das vorausgesetzt, dass er jetzt den Schritt auch tut, den ich gehen musste. Und diese Gleichsetzung, vergiss es. Der andere ist der andere. Du bist du. Du kannst nur deinen Weg gehen. Der andere muss seinen, ihren Weg selbst gehen. Je mehr du suggerierst, dass der andere es tut, umso mehr wird er oder sie sich nicht so verhalten, wird sich rausnehmen, wird erkennen, dass es für ihn, für sie nicht passt. Und du wirst leiden. Du wirst extrem leiden, so wie ich es getan habe. Ich habe extrem gelitten. Denn ich habe mich gefragt, warum klappt es zum allerersten Mal nicht mehr? Das zu erreichen, was ich will. Bisher hat es geklappt. Das heißt, bisher habe ich das erreicht im Leben,
auch im Beziehungsleben, im Beziehungspartnerschaftsleben, wenn ich es wollte, habe ich es bekommen. Und bei diesem Mann, keine Chance. Ich bin voll gegen die Mauer gelaufen und je mehr ich wollte, umso mehr bin ich, ja, bin ich im Trauer, in der Wut, in der Verzweiflung, in der Angst, es wird nie was werden, versunken. Und ich habe erlebt, dass ich diesen Weg, den ich gehe, noch lange gehen kann. Also mir war klar, irgendwann, nachdem diese Wut darüber verflogen war, dass er sich zwar trennen wollte, aber es dann nicht getan hat, als diese Wut, diese Verzweiflung von mir auch bearbeitet war, weil es waren alles Kindheitsthema vom Vater, mit dem Vater, mit den Beziehungspartnern, die bis dato in meinem Leben schon waren und die nie gut ausgingen, also immer mit der Trennung endeten. Als das dann mehr klar war, auf dem Tisch lag und ich es bearbeitet habe und anfing zu erkennen, ich habe gewisse Erwartungen, dass der andere mich glücklich macht und das funktioniert ja nicht. Mir war dann zwar klar, dass ich loslassen muss und habe dann gesagt, ja, ich lasse los, alles ist gut. Ich habe es gesagt, aber nicht gemacht. Und wenn es dir genauso geht, wenn du ganz klar schon bewusst bist, dass du den anderen loslassen darfst, damit du ankommst bei dir und die Erwartung loslässt, dass der andere etwas tut, was er gar nicht kann zu diesem Zeitpunkt, da du es erwartest. Das heißt ja nicht, dass er es nicht irgendwann später kann. Doch dann, wenn du es erwartest, sage ich dir zu 100%, genau dann macht er oder sie es nicht. Solange du es erwartest, dass er oder sie was tun muss, wird er oder sie bockig werden und genau das nicht tun. Ich habe es in so vielen Beratungen erlebt, ich habe es selbst so erlebt. Also verlasse diesen Weg des unbedingt haben Wollens von außen, vom anderen, sondern geh in den Weg der eigenen inneren Mitte, der Selbstreflexion, des Sich-Erkennens und so, sich sozusagen vor Augen führen, warum willst du, dass er oder sie sich trennt? Sei mal ehrlich, warum willst du, dass er sich für dich trennt, dass sie sich für dich entscheidet? Was ist der Grund? Na, mein Eddie, was sagst du? Was sagst du, was ist der Grund, warum ich es wollte? Eddie sagt, Bedürftigkeit. Ja, Eddie, du hast so recht, ich war so bedürftig nach Liebe, nach Zärtlichkeit, nach... Ja, dass jemand da ist, der mich in den Arm nimmt und sagt, ah, du bist die Beste. Eddie, du hast es erlebt, gell? Das war hart. Für Eddie war es auch hart, nicht nur für mich. Es war für alle hart. Ja, für alle war es hart, für mich auch. Vor allem für mich war es hart, denn ich war Opfer. Ich war voll im Opfermodus gefangen. Voll abhängig, dass er oder sie, dass er sich meldet, wenn wir was er. Also wenn du voll abhängig bist, dass er oder sie sich bei dir meldet, dass er das sagt, er sagt, du bist die Beste, die Größte, Schönste, du bist meine Traumfrau, du bist, ach, ich will dich. Wenn du davon abhängig bist, dann ist das deine Aufgabe. Dich davon rigoros zu verabschieden und zwar nicht nur gedanklich. Auch energetisch, auch vom Herzen her loslassen. Und das fällt extrem schwer bei diesem Menschen. Ich kenne für mich keine größere Herausforderung, wie diesen Menschen, diesen wunderbaren Mann dort zu lassen in einer Beziehung, die nicht für ihn passt, die ihn unglücklich macht, die ihn auch krank macht, die ihn klein hält, die ihn schwach hält. Oder hielt, muss ich in der Vergangenheit reden, hielt, es hielt ihn schwach, klein und so weiter, angepasst. Das war meine größte Aufgabe. Und die nächste große Aufgabe war das, dass ich sagen musste, all das, was er mir spiegelt, hat nichts, aber rein gar nichts mit ihm zu tun, sondern ausschließlich mit mir, meinen Erwartungen, meiner Bedürftigkeit, meinem Opfermodus, meinem inneren Kind, meiner Angst, meiner Urangst und so weiter. Wichtig ist eines gewesen. Mir war es dann zwar relativ schnell klar, dass es mit mir zu tun hat, dass es meine Bedürftigkeit ist, es ist meine Angst, es ist mein Loslassen, Bedarf, was ich tun muss.
doch von dem erkennen und tun, ja, das ist der Weg. Und der Weg ist das Ziel, wie ich so oft sage. So, also du hast erkannt, du darfst loslassen, okay. Großer Vorteil, erster großer Vorteil. Und nun geht's ins Handeln. Und das Handeln geht nur Schritt für Schritt für Schritt. Du wirst Rückschritte machen. Du wirst wieder zurückfallen ins Opfer. Ah, komm zu mir, mach mich glücklich. Du wirst wieder, wie soll ich sagen, du wirst wieder denken, warum ich? Wieso habe ich doch gar nicht verdient? Ich bin doch so eine wunderbare Frau, habe ich doch nicht verdient. So was habe ich doch gar nicht verdient. Ah, bin wütend geworden. Ich kann gut wütend werden. Das sind wir auch am anderen wichtigen Punkt. Lebe die Emotionen. Drück sie nicht runter, sie machen dich krank. Wenn du wütend bist, dann bist du wütend. Wenn du traurig bist, dann bist du traurig. Wenn du einsam bist, dann bist du einsam. Ja. Nimm's an. Schwer. Sau schwer. Es ist saumäßig. Also es ist, wie ich am Anfang gesagt habe, mein allerschwerster Gang. War der Gang durch den Dualseelenprozess durch. Heftig. Und dann, die Krönung des Ganzen, wurde ich auch noch dazu verpflichtet, von meinem höheren Selbst, was weiß ich von wem, dass ich diese Beratungen machen darf und soll und sollte und kann. Ja, und das war doppelt heftig. Ich habe es bei allen anderen gesehen, dass die genauso leiden, dass die genauso nicht durchkommen, dass die genauso Opfer sind, ob Mann oder Frau, das ist wurscht egal. Wir alle haben in uns ein inneres Sehnen nach etwas, das wir nicht kriegen. Eine alte Programmierung aus der Kindheit. Oder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, egal. Eddie ist mein Kaffee. So, Eddie, aber nun wollen wir mal, also ich, das Video beenden oder weiterführen. Fakt war eines, als ich das erkannt habe und umgesetzt habe und aus dem Opfer ausgestiegen bin, in diese Schöpferkraft eingetaucht bin und immer mehr erkannt habe, er kann es für mich nicht lösen. Es ist nicht seine Aufgabe. Er hat seine Aufgabe, ich habe meine Aufgabe. Und ich habe es strikt getrennt. Ich habe es dann umgesetzt und habe erkannt, so, jetzt, Eddie, was sagst du? Ging's. Jetzt ging's weiter. Erst dann, als ich das getan hatte, Eddie, willst du was sagen zum Thema? Erst als ich das gemacht habe, ihr Lieben, und erkannt habe, es ist nicht so, wie ich glaube. Es ist völlig anders. Und als ich erkannt habe, dass ich es zu lösen habe und es gemacht habe und dran geblieben bin, und zwar lange Zeit, dann hat sie bei ihm was verändert. Und warum der Eddie so anhängig ist, ich war eine Woche lang mit meiner Dualseele auf einem super Seminar Intuition und nun bin ich einen Tag zurück und er denkt sich, na, jetzt vereinnahme ich aber mal die Helga. Und genauso wie der Kater Eddie mich jetzt vereinnahmt, ist ein gutes Beispiel, genauso vereinnahmst du dein Seelenpartner, deine Dualseele. Du willst unbedingt schmusen, geliebt werden, gestreichelt werden. Ja, und trotzdem bekommst du es nicht. Und dieser Schmerz, genau diesen Schmerz gilt es zu heilen. So, Eddie, jetzt schmusen wir hier. Und ich würde sagen, noch weiter will ich es gar nicht ausführen heute. Ich will nur sagen, näher holen. Ich will damit sagen, das, was du erlebst, habe ich durchlaufen und ich habe es geschafft, diesen Weg zu mir zu finden, zu gehen, auch über die Beratungen, die ich geführt habe, denn da wurde mir klar vor Augen geführt, Helga, du bist nicht alleine. Es geht ganz vielen so. Also jammer nicht so rum, mach dein Ding und begleite andere Menschen ein Stück des Weges, damit sie diesen Herausforderungsweg schaffen, ankommen, in der Selbstliebe, in der Schöpferkraft, in der Königinnenenergie und bei sich. In der Fülle, in der Freiheit, in der Liebe. Und dann geschehen Wunder, wie bei mir und meiner Dualseele. Aber dazu später in einem anderen Video mehr. Ich wünsche euch von Herzen alles, alles Liebe. Habt eine gute Zeit. Ich umarme dich und sage dir, sei bereit für dich und liebe
dich. Fang bei dir an und nimm diesen Weg an und schau genau, was dein Gegenüber immer wieder in dir hochholt. Denn genau das ist die Aufgabe. Von Herzen alles Liebe. Und wie gesagt, wenn du nicht weiterkommst, ich bin sehr gerne für dich da, um dich ein Stück deines Weges zu begleiten. Von Herzen alles Liebe, deine Helga. Ciao. Ja, seht ihr, jetzt bin ich fertig mit dem Video. Und Eddie auch. Mit mir, mit dem Schmusen. Es gibt keine Zufälle. Dankeschön, Eddie. Dankeschön, dass du es angeschaut hast. Und Dankeschön, dass du bereit bist, diesen knallharten Weg zu gehen. Viel Erfolg.